Einen guten Handwerker zu finden ist nicht leicht. Es bietet sich an, anfangs die Freunde, Familie, Bekannten am Ort zu fragen, wer macht denn gute Arbeit, wer macht schlechte Arbeit. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist sich vorher klar werden, welche Arbeiten sollen verrichtet werden, wie soll es am Ende aussehen. Das kann man dann mit dem Handwerker besprechen, der auf jeden Fall erst einmal einen Kostenvoranschlag machen sollte. Das ist wichtig, denn dann kann ich mir anschauen, was soll das Ganze kosten. Und ich kann auch Preise vergleichen, nämlich mit den Kostenvoranschlägen von anderen Handwerkern, die sich hoffentlich auch dafür interessieren, für mich zu arbeiten. Wenn der Handwerker bei mir arbeitet, sollte ich natürlich einen Blick darauf werfen, wie wird gearbeitet, wird alles gemacht, wie ich es gerne hätte, wird in der Qualität gearbeitet, wie es besprochen war, wird genau das Material in der Qualität auch eingebaut, wie ich es bestellt habe. Wenn es da Probleme gibt, sollte man sofort zum Handwerker gehen, mit ihm das besprechen. So kann man dann Probleme schon im Vorfeld vermeiden. Viele Verbraucher beschweren sich in unserer Rechtsberatung darüber, dass die Abrechnungen der Handwerker zu hoch sind. Hier helfen wir, wir vermitteln zwischen Verbraucher und Handwerker und man muss sich die Rechnungen genau anschauen. Grundsätzlich haben Verbraucher Anspruch auf eine ausführliche, prüfbare Abrechnung. Das heißt, da muss aufgezeichnet sein, welches Material verwendet wurde und wie die Arbeitszeiten sind. Hat man einen Kostenvoranschlag machen lassen, dann kann man den mit dem Endpreis und der Endabrechnung vergleichen. Eine Abweichung von 15% ist hinzunehmen, bis maximal, aber allermaximal 20%.